Perleberg. Der Bildhauer Wieland Schmiedl übergab am 13. April seine Skulptur Menora an Bürgermeisterin Annette Jura und Mitglieder des Projektes Perleberger Judenhof. Die Skulptur wird fortan den Uferbereich der Begegnungsstätte schmücken. Anlass war am Abend der Auftakt der Veranstaltungsreihe Jiddisches, Skulpturales und Musik. In der Begegnungsstätte wurde eine Ausstellung des Bildhauers, der unter anderem durch seine steinernen Denkzeichen entlang von Todesmarschstrecken bekannt geworden ist, eröffnet. Begleitet wurde die Ausstellung durch eine Lesung des Lyrikers, Essayisten und Nachdichters jiddischer Literatur Jürgen Rennert und die Solocellistin Christina Meissner. Die Ausstellung kann immer Samstag und Sonntags von 11 bis 15 Uhr besucht werden.